So, guten Tag allerseits. Erstmal darf ich Sie auch im Jahr 2014 zu meiner Vorlesung begrüßen und Ihnen ein gutes neues Jahr, ein erfolgreiches neues Jahr, sagt man besser beim Studium, wünschen. Ich fange einfach da an, wo ich beim letzten Mal aufgehört habe, bei dieser wundervoll chaotischen Folie. Naja, chaotisch ist vielleicht der falsche Ausdruck, aber ja, interessant. Ein bisschen, nicht ganz eine Spaghetti-Folie, aber irgendwie geht es da schon lustig zu. Und warum ich da nochmal hin muss, um da was zu erzählen, ja, um jetzt weiterzumachen auch mit dem Stoff, das ist ja beim Telefonieren, da wollen wir jemanden anrufen. Das heißt, wir müssen dem hier irgendwelche Pakete schicken und irgendwann mal, wenn es soweit ist, ja, die sollen dann hier ankommen beim SIP und irgendwann werden dann auch mal Ports und so weiter ausgetauscht, dass diese Verbindung zustande kommen kann hier unten. Aber die Verbindung hier oben, spätestens von dem Proxy hier hin, von dem hier, das Invite hier hin, das müssen wir ja dem Überraschen schicken. Und der Port hier, der muss bekannt sein. Klar, well-known ports, das SIP hat auch einen, ich habe ihn ja auch schon erwähnt gehabt, da ist das kein Problem. Es gibt aber doch noch eine kleine Gemeinheit. Und leider ist diese Gemeinheit mittlerweile weit verbreitet. Die erste Gemeinheit, die sich uns in den Weg stellt, sind Firewalls. Firewalls sind natürlich nur dazu da, um uns zu beschützen vor all den Bösen da draußen. Aber wenn sie erstmal in die Hände der Kontrollfreaks geraten sind, dann wollen die uns natürlich vor ganz vielen Sachen beschützen, vor denen wir vielleicht gar nicht so dringend beschützt werden möchten. Zum Beispiel vor Telefonanrufen mit Voice-over-IP. Zum Beispiel vor solchen Paketen hier. Naja, manchmal ist es auch einfach ungewollt, dass der Administrator Kontrolle haben will über all das, was da passiert. Das ist so, ja, wie der Wächter Tor im Mittelalter, ne, der steht da mit seiner dicken Lanze und wenn in der Stadt innen drin was passiert, kriegt er Ärger mit dem Bürgermeister oder mit dem Herrn Grafen oder sonst was. Und deshalb ist er doppelt vorsichtig und wenn jemand kommt, lehnt er erstmal seine Lanze so quer, dass der nicht vorbeikommt und der wird dann befragt und im Zweifelsfall abgewiesen. Und naja, das ist genau das Analogon, was die Firewalls so machen. Und ich kann ja vielleicht hier nochmal hinzeichnen, wie die Firewalls so im Netzwerk herumstehen. Wir haben also hier dieses Unternehmensnetzwerk, Uni, GmbH, AG oder sonst was, Behörde, ne? Und die haben da so ein Internet, mehr oder weniger groß. Und dann gibt es hier erstmal einen dicken Firewall, den zeichnen wir vielleicht wirklich mal als Mäuerchen, so mit Zinn. Und eigentlich geht es weniger um Feuer als um all die da draußen. So. Und von da aus geht es dann weiter ins richtige Internet. Und da steht zum Beispiel unser Proxy da. C und wir sind der da hier auf der rechten Seite unten, der F. Heinz mit unserem SIP. So, wir wollen also jetzt von dem hier ein Paket kriegen. Ein überraschendes Paket.
Also nicht ein Paket, das wir irgendwas, was wir angefordert haben. Ich meine, wenn wir hier eine Verbindung aufbauen, dann klappt das. Das muss der Firewall schon so machen, da werden wir gleich drüber reden. Dann klappt das schon. Aber wenn der hier spontan was schickt, dann werden die, viele von den Firewalls, das in Anführungszeichen abwehren, abweisen. Man kann so ein Firewall natürlich auch in irgendein Gateway reinbauen, hier in irgendeine Internetzugangskiste, den Router, der da steht, zum Internet hin, kein Problem. Wir können das einfach in einem Gateway drin haben, als besonderer Rechner, Computer, in denen erstmal alle Verbindungen hier reingehen. Oder man kann es auch im Arbeitsplatz installieren, wenn Sie heute ein Windows aus der Kiste ziehen oder irgendwelche anderen Betriebssysteme, dann können Sie da auch irgendwelche Firewalls ein- und ausschalten. Meistens kommen die sogar eingeschaltet und das merken Sie dann, wenn Sie Voice over IP oder sonst was machen wollen. Wenn Sie Glück haben, fragt das Programm, das Sie da benutzen wollen, die Applikation, ja, da ist der Firewall an, wollen wir da nicht was gegen unternehmen? Wollen wir den nicht dazu bringen, uns doch durchzulassen, soll der diese und jene Pakete blockieren. Eigentlich sind es Paketfilter. Die nehmen das Paket, das kommt, und dann denken sie darüber nach, ob sie es vielleicht weitersenden. Also schon ein bisschen sowas wie ein Router, bloß dass wir da nicht in der Routing-Tabelle reingucken, sondern dass wir in irgendeine Tabelle durchlassen oder wegschmeißen, reinschauen. Die können das entweder paketbasiert machen, also jeweils das Paket anschauen, hier diese Regeln anschauen und dann weiterschicken oder auch nicht. Manche haben aber auch so erweiterte Regeln, insbesondere dann, wenn sie da schärfer kontrollieren wollen, dass die versuchen, die Pakete, die da ankommen, mit irgendwelchen Verbindungen, die Sie initialisiert haben, zu assoziieren, die also der hier unten, der arme Bürger, der da hinter seinem Firewall sitzt, die der schon irgendwie in Bewegung gesetzt hat, dass die sowas identifizieren, Stateful Filter. Und dann gibt es natürlich noch die darüber nachdenken, was ist eigentlich das für ein Programm, das da kommunizieren will, und wenn wir hier sitzen und wollen dann den Skype oder sowas benutzen, dann sagt der hier, nein, nein, Skype, das wollen wir nicht. Das ist Ihnen vielleicht schon begegnet in Mobilfunknetzwerken, ne? Die sagen dann, Voice over IP gibt es bei uns aber nicht. Ich habe das zum Beispiel schon in Frankreich erlebt, ne? Dass man dieses Orange.fr, dieses Mobilfunknetzwerk da in Frankreich gesagt hat, nein, kein Voice over IP, benutzt gefälligst das teure Roaming von deinem Mobiltelefon. Also das ist dann auf Applikationsbasis. Ne? Die schauen sich dann diese Kombination Ports und so weiter an. Die gucken sogar noch weiter in unsere Pakete rein, um herauszufinden, ob das Skype oder sowas ist. Und dann sagen die, nein, danke, du nicht. Ich möchte ein bisschen was erzählen über das Regelbasierte zunächst. Und hier haben wir so eine Tabelle, die zum Beispiel dieser Firewall da hat. Und der Firewall, der kann übrigens in beide Richtungen unterdrücken. Sowohl reingehend als natürlich auch rausgehend. Das ist ja ein Router. Statt Routing-Tabelle hat er bloß diese Verweigerungstabelle. Hier haben wir allerdings Source Address Any, Source Port Any, also egal von welchem Port das kommt und von welcher Adresse das kommt, wenn es zu diesem Netzwerk kommt, ne, das 0 steht für alle, und die Portnummer größer als 1023 ist, dann sollen sie hier reingelassen werden. Und das ist noch relativ freundlich, die Pakete. Wenn irgendwas von 134, 60, 77 kommt, aus diesem Netzwerk da, ne, und das 0, das ist ja das ganze Netzwerk, von irgendeinem Port an irgendeine Destination-Adresse und an irgendeinen Destination-Port, dann erlaubt er das hier auch. Also hier alle abgehenden Pakete werden weitergeschickt, heißt das. Aber hier, das hier heißt nur Pakete
von außen, von hier, von rechts, die an einen Port größer als 1023 gehen, werden durchgelassen. Die unter 1023, na, die werden dann abgewiesen, denn hier steht von allem nach allen Ports, nach allen, für die es hier oben keine Regeln gibt, für die wollen wir erstmal uns verweigern. Das ist die unterste Regel. Und die hier erlaubt was, die hier erlaubt was. Und jetzt hier wird noch was erlaubt, und zwar von der Source Address Any, also da draußen im Internet irgendwas, Source Port Any an den 134.60.77.5 an jeden Port, also nicht nur die über 1023, sondern auch die unter 1023 erlaubt er, zum Beispiel für einen Mail-Server, den Sie laufen haben, oder für einen Webserver. Der Port 80 ist ja auch kleiner als 1023. Diese nette kleine Tabelle heißt übrigens, dass Sie nur auf diesem 134.60.77.5 einen Webserver laufen lassen können und einen Mail-Server laufen lassen können und einen FTP-Server laufen lassen können. Und wenn hier ein Mitarbeiter hier in der Uni in meinem Institut einen Webserver laufen lassen will, also einen Mail-Server laufen lassen, na, das ist besonders schwierig, aber zum Beispiel einen FTP-Server laufen lassen will, dann muss uns ein dummer Zettel ausgefüllt werden und den muss man zum Rechenzentrum geben, den muss ich auch noch unterschreiben, dass das dienstlich notwendig ist und so weiter. Und erst dann werden die Ports in dieser Tabelle hier geöffnet und da wird dann eben so ein Eintrag hier gemacht, aber da vielleicht auch nur ein paar Ports. Ne? Also zum Beispiel, wenn ihr einen Webserver laufen lassen will, der hier mit der Nummer 105 oder so ähnlich, dann müsste eben hier drin stehen, das hier nehmen wir, muss eine weitere Zeile dastehen, 134.60.77.105 und dann müsste hier stehen 80 und dann, naja, das würden wir uns hier vielleicht eine andere Bemerkung noch einfallen lassen, Webserver. Und das habe ich zum Beispiel für meinen ARA auch machen müssen, damit Sie da Ihre Vorlesungsunterlagen abholen können. Also das sind einfache Regeltabellen. Na gut, wenn die größer werden, können Sie auch sehen, dann muss der Server auch mehrere Regeln abarbeiten. Und wenn dann da Hunderte oder Tausende der Firewall-Regeln drin stehen, dann kommt er auch richtig ins Arbeiten. Und dann muss er ja bei jedem Paket nachgucken. Bei jedem ankommenden Paket muss das kontrolliert werden. Ja, diese stateful Firewalls, bei denen, die sind im Wesentlichen dazu da, dass man allen ankommenden Verkehr unterbindet und nur den akzeptiert, der hier von innen initiiert worden ist. Ne? Da wird nämlich der Three-Way Handshake dann zum Beispiel von hier innen nach da draußen erlaubt und die merken sich dann, dass es da eine TCP-Verbindung gibt zu dieser Port- und Adress- und Port-Kombination, ne? Also diese Adresse, dieser Port innen im Netzwerk, zu dieser Adresse, diesem Port außerhalb vom Netzwerk und dann dahin eine Verbindung aufgebaut worden ist, von hier links nach rechts, also outbound, dann lässt er die Pakete von diesen zugelassenen Verbindungen durch. Das kann man auch inbound konfigurieren für manche Geräte und manche Ports und für andere eben nicht. Manche von diesen Stateful Firewalls, viele heutzutage, versuchen auch UDP-Ströme zu identifizieren und zusammenzusetzen, aber herauszufinden, das ist ein UDP-Strom an zum Beispiel den hier, malen wir mal in grün, weil er irgendwie besonders schön oder sonst was ist und wenn also der hier zum Beispiel den UDP-Strom hierhin aufgebaut hat, dann können wir hier den auch durchlassen und alle anderen, die eigentlich hier hingehen wollten zum Beispiel, der wird hier blockiert. Also diese Stateful-Dinger, die müssen anhand des Paketkopfes und vielleicht noch der ersten Bytes in einem Paket identifizieren, ob das zu einem Strom dazugehört. Ein bisschen so wie beim
wie bei diesen Flows, die wir im RSVP erkennen wollen. Aber das heißt natürlich jedes Paket anschauen. Ich habe jetzt hier über diese Firewalls geredet. Firewalls werden benutzt, um von gerade von Rechenzentren und von Providern benutzt, damit die in diesem privaten Netzwerk irgendwas nicht machen können, was ihnen dieser Provider, die Firma nicht erlauben möchte. Ursprünglich waren die Firewalls mal dazu gedacht, damit hier die Rechner hier drin nicht so gefährdet werden, aber das ist natürlich etwas, was man eigentlich anderweitig in den Griff kriegen muss, indem man hier in der Software Lücken beseitigt, Buffer-Overruns unterdrückt, Ports zumacht auf dem Rechner selber, nicht zu viele Ports aufmacht auf so einem Rechner hier. Also für Sicherheit sollte man eigentlich an dieser Stelle hier lokal sorgen. Dazu ist ein Firewall, ich will nicht sagen ungeeignet, aber die falsche Stelle. Es ist eine dumme Idee, wenn man Sicherheit in so einem Firewall erzeugen will, die muss man in den Endgeräten erzeugen. Und dann bleibt eben für den Firewall noch diese Rolle der Zensur übrig. Ich habe aber hier oben stehen NAT. Das NAT gibt uns, zumindest in diesem Zusammenhang, bei all diesen Peer-to-Peer-Diensten oder auch bei solchen Diensten, die für den Verbindungsaufbau sorgen, sodass das dann hier irgendwann mal aufgebaut werden kann, auch noch Arbeit auf. Und dazu möchte ich nochmal kurz das NAT rekapitulieren. Wir hatten ja darüber gesprochen, wir haben hier für viele, viele Geräte hier links nur eine oder wenige IP-Adressen, weil IP-Adressen eben knapp geworden sind im richtigen Leben. Also wenn der hier mit diesem Rechner hier kommunizieren möchte, dann benutzt er hier diese interne IP-Adresse, landet bei dem Router und der Router muss diese interne IP-Adresse übersetzen in eine externe IP-Adresse. Und weil der hier die 80, 136, 177, 138 gekriegt hat, sagen wir mal nur eine, und hier 10, 20 Geräte betrieben werden, muss er eben diese Unterscheidung, wer denn jetzt mit dem Server kommuniziert und wenn beide mit dem Server kommunizieren, muss er eben unterscheiden, ob die Pakete jetzt an den gehen sollen oder an den hier unten gehen sollen. Und das macht er, indem er hier die richtigen Portnummern zuteilt, so eine Portnummern-Tabelle hat. Über die haben wir ja schon gesprochen, hier diese Tabelle, also der 192.168.3.100. Steht jetzt hier 2 drin, das ist natürlich auch ein bisschen doof, sollte ich vielleicht nochmal editieren. Der Local Port 1777, der wird abgebildet zum Beispiel auf diese Adresse hier 88.87.89.12, weil das hier die äußere wäre, hier sollte ich vielleicht auch mal diese hier da einsetzen und auf den Port 2003. Und der Local Port AFFE, der wird abgebildet auf 2004 und der Local Port 60.1.2.3 wird abgebildet auf 2000 und hier von dem 101.17.77 wird abgebildet auf 2006. Wenn die also jetzt hier denselben ausgehenden Port benutzen und dahin wieder was zurückgeschickt werden soll, dann wird es hier auseinandergehalten an den da oben mit 2003, an den da unten mit 2006 und so weiter. Aber das funktioniert natürlich, das geht natürlich auch in die andere Richtung los, das, was wir hier gebaut haben. Was ist denn, wenn hier an den Port von dem Rechner hier unten, an den Port, diese IP-Adresse, an den Port 5000 was kommt? Oder an den Port 80?
wenn das hier nicht in der Tabelle drin steht, dann geht es zuerst mal nicht durch. Und diese Tabelle in dem Router, diese Abbildungstabelle, die kann man auch editieren. Wer von Ihnen hat schon mal? Nur einer. Zum Beispiel über das Webinterface von so einem Router. Haben auch Telnet-Interfaces, da ist es etwas kryptischer, das da einzutippen, aber über das Webinterface ist es eigentlich ganz einfach. Da zeigt es einem dann eine Tabelle und dann kann man dann eintragen, die lokale Adresse 103, die soll sich um den Port 80 kümmern, wenn hier zum Beispiel was zu 88, 87 oder 69, 12 kommt und der Public Port 80 ist, dann soll es bitte zu dem 100 kommen und meinetwegen auch auf den Port 80 oder so. Und da kann man dann einen Webserver laufen lassen. Genauso brauchen wir das für den SIP-Server und natürlich für ankommende Verbindungen. Für das Audio davon. Also bei kommenden Anrufen, da müssen wir jetzt den richtigen Computer hier finden. Und das können wir auch gar nicht statisch konfigurieren in der Tabelle. Denn wir können ja nicht hier immer nur einen Port außen haben. Wenn wir nur einen Port außen haben würden, würden Sie das in dieser Regeltabelle, in dieser Port-Mapping-Tabelle statisch angeben, dann wird ja nur eines von diesen Geräten hier auf der linken Seite Voice-over-IP-Verbindungen kriegen können. Das wäre ja ein bisschen wenig. Wir wollen ja, dass alle hier ankommende Verbindungen kriegen können. Und deshalb, und also die Frage stellt sich, wie findet das NAT die Kombination lokale IP-Nummer und Portnummer für SIP und für den Audiostrom dann? Wie findet dieses Network Address Translation da die richtige? Und wie kriegt man den Firewall dazu, das bitte durchzulassen? Wir wollen uns das jetzt mal fürs NAT anschauen. Es gibt verschiedene, die Leute, die das NAT machen, die haben natürlich auch darüber nachgedacht, wie kriegt man sowas hin. Und der erste Ansatz ist das, was man Full-Cone NAT nennt. Und ich will das hier an dieser Zeichnung erklären. Gelb ist wieder dieser private Teil, grau ist der öffentliche Teil hier rechts. Und weil wir können hier auch die NAT-Box reinmalen. Also der Client A, der schickt dann mal an den Host, an seinen Proxy, schickt da mal hin ein Paket. Ich, mein SIP, macht er mal mit SIP, da schickt er so ein SIP-Paket hin und der hier schickt er dann zurück, an den Port hier hinschicken, trifft natürlich den Port hier. Was der hier macht, ist, er schickt dann genau den Port, den man abgeschickt hat. Diese beiden, die gehören ja zusammen. Das ist der abgehende Teil und das ist der ankommende Teil von demselben Port an diesem Router hier. Also hier wird dann zum Beispiel 2008 eingesetzt und der kennt jetzt die IP-Nummer und ist 2008 und der hier kennt, das hat er mitgekriegt, der schickt er an diese IP-Nummer und 2008 zurück und das NAT ist schlau genug, wenn jetzt hier ein Paket hinkommt von diesem Host, an dem wir eben ein Paket hingeschickt haben. Also wir haben an den hier an irgendeinem Port was geschickt, von dem hier kommt von irgendeinem Port was an den 2008er, dann weiß er, ich muss es an den Client A weiterreichen, wenn sonst wird es überhaupt nicht gehen. Der Trick an Full Cone ist jetzt, dass der hier sich diese Kombination IP-Adresse, Portnummer merken kann. Und diese Kombination an den weitergeben kann. Und der hier, wenn der jetzt an diese IP-Nummer, an den 2008 was schickt, dann denkt sich der Router hier, die NAT-Box in dem Router, diese IP-Nummer plus 2008, das ist der Klient A und dann hier dessen Portnummer, die es auch immer braucht.
Achso, und selbst wenn der Host Z hier was schickt an den Port, dann wird das an den hier weitergeschickt. Wenn der sich jetzt auch hier unten bei zum Beispiel bei seinem Host Z identifiziert für seinen Voice-over-IP-Dienst und diese und das Ports hier benutzt, diese beiden da, also den einen eigentlich ankommend abgehend, die sollte ich vielleicht nochmal so kleine Kästchen drumherum malen, abgehend, eingehend, dann geht das an den hier und wenn er dann diese IP-Nummern, Port-Nummer-Kombination ist vielleicht dann 3012, an den hier weitergibt und der schickt hier an 3012 was, dann kommt es an den kleinen B. Das ist der Full Cone und Cone, naja, ist ja so, wie heißt das, ein umgedrehter Kegel, ne? Zum Beispiel vom Eis, die Eistüte. Wenn wir uns jetzt hier vorstellen, hier die Eistüte, also von links nach rechts, dann bedeutet das Cone, dass zudem hier der ganze Trichter hier, der hier hinläuft auf diesen Port, auch zu dem hier hingeht, wenn der das mal benutzt hat. Address Restricted Cone bedeutet, dass das nur klappt von Host Y aus, wenn der Client hier dem Host Y irgendwann mal in der letzten Zeit, seitdem diese Netbox da gestartet ist, ein Paket geschickt hat. An diesen Host Y, aber an irgendeinen Port. Port Restricted Cone heißt, dass es an diesen Host Y mit einem bestimmten Port schicken muss. Und Symmetric heißt, dass der Client A von keinem anderen was bekommen kann, außer er schickt wirklich was hin. Und also von keinem anderen was bekommt von diesem Port hier, außer er schickt es, schickt ihm wirklich was hin. Und auch nicht irgendwann mal, sondern das muss dann schon kurz vorher erfolgt sein. Also das sind diese NAT-Strategien, die man haben kann. Und wenn man jetzt das SIP veranstalten will, mit dem Full Cone geht es ziemlich problemlos. Denn das Full Cone, da kann der hier die Adresse, Portnummer von dem hier einfach weiterreichen an den und der kann dann an uns hier Päckchen schicken. Und trifft auch tatsächlich uns und nicht etwa den da unten oder sowas. Na dann, solange dieser Cone lebt, solange kommen auch Pakete von dem oder von dem oder von irgendjemandem da an. Das Einzige, was ich machen muss, ist, ich muss diesem Host X, also in diesem Fall meinem Proxy hier, für alle Ports mal ein Paket schicken, alle Ports, die in dem Dienst benutzt werden sollen, also dieser SIP-Port hier unten und für diese Media-Session muss ich ihm natürlich auch einen Port geben. Und dann kann der diesen Port kommunizieren und dann wird diese Kombination hier, insbesondere der Port hier, der wird für mich zumindest temporär im Sinne von eine Weile lang freigehalten. Und nicht nur freigehalten, sondern auch assoziiert. Da wird also hier eine Regel eingetragen. Nicht permanent, aber für eine Weile. Bei dem Address Restricted Cone muss uns dieser Host sagen, ja, da ist jemand, der will eine Verbindung zu dir aufbauen, schick dem Y nochmal ein Paket an irgendeinen Port. Bei dem Port Restricted Cone müssen wir dem ein Paket schicken auf einen bestimmten Port und können das dann empfangen. Allerdings ist es auch dann dauerhaft. Jetzt wollen wir uns das hier noch kurz angucken. Das Skype zum Beispiel, das nutzt natürlich solche Netzstrategien aus, die muss man kennen, dass es sowas gibt, da
halbwegs wissen, welcher Router wie funktioniert, welche Internet Access Box, welches NAT wie funktioniert, wie die Firewalls funktionieren, die es da gibt. Und dann kann man sich dann einen Algorithmus programmieren, der das tut. Es gibt aber auch zwei RFCs, die 3489 und diesen da, die kümmern sich um Simple Traversal of UDP through NATs, STUN. Dazu braucht es einen STUN-Server, ja, zum Beispiel den hier. Und was wir jetzt machen, ist, wenn wir unser Voice-over-IP-Telefon anwerfen und der sich registrieren will im Netzwerk, dass er jetzt da ist, der schickt mal ein Paket an den hier, an den STUN-Server. Und der STUN-Server, der sieht also jetzt, der hat ein Paket geschickt, 192.168.1.110, Port 8000 hat er sich ausgesucht gehabt, das ist dann hier gemappt worden, zum Beispiel auf dem Port 12, nehmen wir jetzt mal 12, weil es natürlich irgendeiner im Prinzip tut. Wobei es uns vielleicht keine so besonders gute Idee ist, da was als kleiner als 1024 zu nehmen. Wir könnten auch zum Beispiel 1200 nehmen oder so. Also gut, der kommt hier an am Port 8000, der sieht das und schickt dem was zurück. Und der hier, na, der vergleicht jetzt dann und vor allen Dingen, nein, nicht vergleichen, er bekommt jetzt dann diese hier drin mitgeteilt, ich habe ein Paket von dir gekriegt und zwar war das von dieser IP-Adresse, jetzt weiß der plötzlich die IP auf dieser Seite, das weiß er zunächst mal nicht, wusste er vorher nicht und er weiß die IP-Nummer, die dann da rausgeht, wenn er was aus dem Port 8000 schickt. Also, er weiß jetzt, dass 86, 87, 88, 89, 12, darauf ist er erreichbar, das ist jetzt mit ihm identifiziert. Und das schickt er jetzt seinem Proxy. Lieber Proxy, hier sind meine Credentials, meine Authentisierung. Ich bin wirklich der bei dir die Gebühren bezahlt. Und wenn jemand mich anrufen will, dann muss er an diese IP-Adresse und an diese Portnummer was schicken, beim Full-Code. Der hier, der SIP-Server, wenn uns jemand anruft, sagt der SIP-Server dem Klienten, der hier zum Beispiel auch auf 8000 sitzt, wenn du den anrufen willst, dann schick ihm doch bitte ein Paket an 86, 87, 88, 12 und das NAT schickt das dann an den richtigen Teilnehmer hier durch. Und das war das, was ich eben schon so verbal hier erklärt habe. Und hier sehen Sie nochmal diesen Cone, den unser NAT hier aufspannt. Beim Full Cone können alle anderen IPs und Ports auch diese Kombination, die wir hier haben, unsere spezielle IP- und Port-Kombination verwenden. Bei dem Port Restricted und bei dem Restricted müssen wir was anders machen. Da muss zum Beispiel dann der hier sagen, den SIP-Server, den kannst du jetzt hier antelefonieren und dann geht es auch zurück, beziehungsweise vielleicht wissen wir ihn ja auch und der SIP-Server müsste uns sagen, ruf doch mal kurz den hier an mit dieser Voice-over-IP-Nummer, dann funktioniert es. Wenn wir allerdings zwei solche Port-Restricted oder zumindest Restricted Voice-over-IP-Telefone haben, dann brauchen wir noch was Komplexeres. Ich habe hier noch diesen, ja, in diesem da, im 3489, da steckt ein NAT-Classification-Algorithm drin und den habe ich hier nochmal aufgeschrieben. Im Internet finden Sie auch Zeichnungen dazu, so solche Diagramme. Ich habe es hier mal als Programmstückchen aufgeschrieben. Also wir schicken mal an unseren STUN-Server S1, den wir da kennen, wir schicken dem mal so ein Echo-Request.
mit unserer IP-Nummer, Port-Nummer, die steht da drin. Und wir kriegen dann, wenn überhaupt was zurückkommt, wenn also der hier überhaupt antworten kann, wenn wir also nicht einen bösen Firewall haben, also einen richtig gemeinen Firewall haben, dann kriegen wir von dem geantwortet die IP-Nummer und den Port, mit dem wir da draußen öffentlich im Internet auftreten. Was kriegen wir hier drin? Also wenn da überhaupt nichts zurückkommt, beziehungsweise wenn das mit False zurückkommt, dann ist das UDP blockiert. Andernfalls, dann schauen wir mal, ob die IP-Nummer, die wir hier kriegen, ob das die IP-Nummer ist, die wir verwenden, dann hat es keinen NAT, dann gibt es da vielleicht ein Firewall und das wollen wir nochmal ausprobieren, indem wir hier eine zweite IP-Nummer schicken und schauen, ob wir da eine Antwort kriegen. Wenn ja, dann ist das, also wir bitten um ein Echo von diesem Gerät aus, ne? Also der Server S1, der bittet dann einen zweiten Server mit dieser IP-Nummer hier uns mal ein Paket zu schicken. Und wenn wir hier was kriegen, dann hat es keinen Firewall und sonst hat es einen symmetrischen Firewall, der dafür sorgt, dass nur der, an den wir das Paket hinschicken, der Server 1, uns auch antworten kann, dass der Server 2 dem was hier nicht schicken, sondern der es dann intern weiterreicht mit einer anderen IP-Nummer, der kann uns dann offensichtlich nicht schicken. Das ist ein sogenannter symmetrischer Firewall. Okay, jetzt gucken wir uns noch an, welche Sorte Cone wir haben. Wir schicken also dem Stun-Server, lass doch mal den hier, das ist so wie hier, lass doch mal diesen anderen hier was an mich schicken und schauen uns an, was wir hier für Resultate bekommen. Wenn das klappt, das wäre ja dieser Fall hier, ne, der hier, der S1 reicht an den S2 weiter und der kann uns hier ein Paket schicken, dann haben wir einen Full Cone Network, also Full Cone Net, weil der andere uns was schicken konnte. Wenn das nicht zurückkommt, dann müssen wir also einen von diesen hier unten haben. Address Restricted Cone, Port Restricted Cone und so weiter. Also testen. Jetzt schicken wir an den S2. So ein Request und schauen mal, was passiert. Wenn der S2, also ich schicke den Request ab an den S2, wir wissen ja, das wird dann schon ankommen, wenn diese Resultat-IP ungleich der zweiten Resultat-IP ist, die wir hier zurückbekommen, dann haben wir ein symmetrisches Net. Und sonst haben wir den Restricted Cone Net oder den Restricted Port Net und deshalb versuchen wir es hier auch nochmal mit anderen Ports im Verhältnis zu diesen da, hier Port 1, Port 2, um zu gucken, ob wir den Restricted Cone haben oder den Port Restricted, das Port Restricted Network, Net haben. Und Sie sehen jetzt also, wir kommen zurück mit entweder Restricted Cone oder Port Restricted Net oder mit Symmetric Net oder mit Full Cone Net. Wir kommen zurück ohne Firewall oder Symmetric Firewall. Also dieses Programmstück, das gibt uns eine gute Idee, wie unser Net funktioniert. Die Idee ist, oder dieser Algorithmus, der ist nicht perfekt
Und es gibt auch komplexere Situationen. Die Firewall-Programmierer haben sich was einfallen lassen. Die NAT-Programmierer haben sich auch noch ein bisschen was einfallen lassen, sodass man da noch weitere Ansätze macht. Dieser RFC, in dem dieser Algorithmus drin stand, der ist mittlerweile auch veraltet. Es gibt einen neueren, der sich darum kümmert, das noch ein bisschen auszubauen. Dann wird auch das hier noch ein bisschen interessanter, dieser Algorithmus. Das steckt in diesem Interactive Connectivity Establishment ICE drin, das ich hier jetzt nicht mehr explizieren möchte, nicht mehr weiter erzählen möchte. Und es gibt mittlerweile auch noch von privat, nicht standardisiert, aber von Firmen noch raffiniertere Algorithmen und Serverinfrastrukturen, um die komplexeren Firewalls und Netboxes zu überwinden. Also die Prozentzahlen da, unter denen Verbindungen zustande kommen, zum Beispiel für Voice over IP oder andere Peer-to-Peer-Netzwerke, um das zu verbessern. Ich möchte an dieser Stelle mit diesem NAT Schluss machen. Jetzt wird es auch dann allmählich relativ fummelig und ich glaube, das wesentliche Problem sollten Sie jetzt erkannt haben und wie man damit umgeht, eben solche verschiedene Situationen ausprobieren mit befreundeten Servern da draußen, diesen Stun-Servern. Ich hatte eben nur den S1 und den S2. Ich möchte jetzt nochmal zum Thema Voice over IP zusammenfassen. Ich habe ja diesen Einschub hier, wie kommt man durch NATs durch, auch hier beim Voice over IP als Beispiel für so einen Peer-to-Peer-Dienst erklärt. Die erste Art, Voice over IP zu machen, wir hatten es zwischendurch auch schon mal betrachtet, das ist so ein Do-it-yourself-Ansatz. Wir haben also hier eine DSL-Leitung, hier irgendeine DSL-Box, NT für den Basisanschluss zum Beispiel oder einen Analoganschluss dran. Und der zieht zur Verfügung stehenden Band des Telefoniesignal oder das ISDN-Signal raus und das DSL-Signal, also den Internetzugangssignal, wenn Sie so wollen. Wir telefonieren zum Beispiel über das Public Switch Telephone Network und wir können über das Internet kommunizieren. Die IP-Nummern, wenn wir sowas so ein Do-it-yourself Voice over IP machen, die IP-Nummern und die Portnummern von unseren Freunden, die haben wir in irgendeinem Verzeichnis drin stehen, das wir mit denen irgendwie ausgetauscht haben. Wir können zum Beispiel über E-Mail von denen das bekommen haben und das tragen wir da ein in diese Liste. Oder wir bauen uns selber irgendeinen SIP-Server auf. Und den können wir ja irgendwo im Netz laufen lassen, dann können wir mit unseren Freunden zusammen Voice over IP machen und jeder von uns, der Voice over IP machen will, der muss eben mit uns machen will, der muss einen speziellen Klienten laufen haben und muss an unseren SIP-Server, muss sich bei unserem SIP-Server registrieren. Dem geben wir vielleicht dann noch irgendein Passwort, dass er das kann. Wir könnten uns überlegen, dass wir da auch noch irgend so ein Gateway für den Plain Old Telephony Service hier aufbauen, dass wir also hier noch einen weiteren Server haben, der hier in das PSTN rüber kann. Da fallen eigentlich Telefongebühren an. Und so könnten wir das basteln und vor ein paar Jahren haben wir uns hier auch mal sowas kurzfristig gebastelt, nur ein bisschen Spaß zu haben. Man kann sich auch interessante Kombinationen davon schaffen. Man kann zum Beispiel irgendeinen Rückrufserver basteln, sodass man übers Internet ein Paket
schickt, sodass so ein Server, der hier hinten steht, über SIP zum Beispiel, übers Telefonnetzwerk hier zurückruft, sodass man dann vielleicht billiger telefonieren kann. Das ist zum Beispiel bei Mobiltelefonen, Prepaid-Abos und so, da geht das teilweise ganz geschickt. So, als nächstes sowas wie den Skype. Die Skype-Gründer, die kamen, glaube ich, von diesem Sharing-Service-Kasan. File-Sharing-Service-Kasan. Und haben eigentlich so rechtzeitig aufgehört, bevor sie irgendwie mit irgendwelchen dicken Klagen und so überzogen worden sind, haben sie ihren File-Sharing-Service wieder aufgehört und haben dann das Skype hochgezogen. Das benutzt so ein Peer-to-Peer-Modell. Also im Wesentlichen ist hier, wo kommt es denn? Diese Verbindung hier, die Media Session, die geht direkt durchs Internet. Und das Skype stellt nur die SIP-Funktion, nicht mit dem SIP-Protokoll, aber Registrierungsnetzwerkfunktion und das Abbilden auf Portnummern und IP-Nummern zur Verfügung. Dafür müssen Sie sich beim Skype registrieren und das Skype lässt auch noch ein Gateway laufen, sodass Sie über das Gateway kommunizieren können. Die Verbindungen sind verschlüsselt, das heißt nicht, dass niemand zuhören kann, das heißt nur, dass es schwieriger ist, dass da jemand zuhören kann oder der Betreffende, der zuhören möchte, muss in der richtigen Institution arbeiten. Das war lange Zeit, dass das verschlüsselt war, den Polizeien und Geheimdiensten dieser Welt ein Dorn im Auge, aber mittlerweile, nachdem Skype zu einer ganz, ganz großen Softwarefirma gehört, ist das wohl auf organisatorisch-institutionellem Weg so geregelt, dass es für die Polizei nicht mehr so ein Dorn im Auge ist, das Skype. Die Verschlüsselung vom Skype. Und die benutzen ein eigenes Firewall Net Traversal System. Muss man eigentlich auch, um die Anzahl der erfolgreichen Verbindungsaufbauten zu erhöhen. Es gibt einen providerbasierten Ansatz für Voice-over-IP. Dieser providerbasierte Ansatz, der bedeutet, dass Sie direkt vom PC aus oder von einem Telefon, das hier an so einem Adapter steht, Sie kriegen dann vielleicht einen Router, in den Sie auch, oder eine DSL-Anschlussbox, in den Sie auch ein analoges Telefon oder ein ISDN-Telefon direkt reinstecken können. Ich meine, solche Dinge gibt es zu kaufen, gibt es aber auch vom Provider einfach so, wenn man so ein Abo macht. Ja, und der Provider, der 1&1 fällt mir da zum Beispiel ein, der zieht dann so ein SIP-Netzwerk hoch und außerdem teilt er hier in diesem DSL Access Module bestimmte routet bestimmte Pakete durch ein anderes privates IP-Netzwerk, in dem er dann Dienstegüte sicherstellen kann. Also, Ihre DSL-Pakete kommen hier an, Ihr Audio wird hier in IP-Pakete kommt hier an, wird in IP-Pakete das Audio eingepackt, hier drin, geht hier drüber, der sieht, aha, das ist jetzt so eine Telefonverbindung und dann schickt das in das private gemanagte IP-Netzwerk hinein. Dessen SIP-Server, die können nach wie vor hier existieren und hier wollen wir nur zum Beispiel nur das Audio transportieren. Und das Letzte ist, dass man das auch im Backbone der Telefongesellschaft macht und die Telefongesellschaften, die wir so haben, die wollen das jetzt auch grundsätzlich so veranstalten, auch die Telekom.
Und mittelfristig werden uns wahrscheinlich unsere ISDN, unser ISDN-Telefonanschluss da auch verloren gehen. Hier in der Uni sind zum Beispiel auch schon eine ganze Menge Telefone umgestellt worden. Man merkt es auch, wenn man die anrufen will, es dauert einfach länger und naja, ich finde das Audio ist nicht so gut. Da wird hier in diesem Subscriber Line Access Module ist gleich eine Art Gateway integriert, sodass auch der analoge Telefonanschluss, den klassischen, den wir haben, dass der hier vor der Leitung noch in IP-Pakete umgepackt wird oder vielleicht, dass es sogar analog über die Leitung geht und hier wird in IP-Pakete umgepackt an dieser Stelle und dann geht es durch ein gemanagtes IP-Netzwerk weiter. Da gibt's dann, da können wir dann auch DiffServe veranstalten. Hier, ich meine, man macht da heutzutage DiffServe, um wenigstens ein bisschen bessere Qualität als das nackte Voice-over-IP im normalen öffentlichen Internet zu veranstalten. Man kann natürlich dann auch von hier aus einen POTS anschließen, also das normale Telefon ist ISDN oder eben Voice-over-IP anschließen. Das kann man mit einem analogen Telefon machen, mit einem ISDN-Telefon machen. Und man kann dann auch aus dem hier so eine integrierte Lösung entwickeln. Also, das hier wird zumindest wohl für eine Weile, bis uns doch wieder was Besseres einfällt oder bis wir uns wieder zur Vernunft kommen, ich hoffe, das passiert auch bald mal wieder, das Telefonnetzwerk sein, natürlich mit reduzierter Audioqualität, weil eben das Paketisierungsdelay, das kann man auch nicht mit bunten Broschüren wegkriegen. Das ist einfach da und ich habe es Ihnen ja vorgerechnet, vor Weihnachten. So, also Voice-over-IP, da haben wir jetzt drüber geredet, als Ersatz. Ersatz ist vielleicht ein ganz guter Ausdruck. Ersatz mit reduzierter Dienstegüte fürs Telefonieren. Jetzt möchte ich über ein Gebiet berichten, Telepräsenz, auf dem ich früher viel gearbeitet habe, das vielleicht nicht ganz so erfolgreich war, wie man sich das, oder so ein durchschlagender Erfolg hatte, wie man sich das früher gewünscht hat, was allerdings heutzutage auf relativ natürliche Weise für manche Zwecke benutzt wird, und das ist die Telepräsenz. Naja, man macht eben heutzutage zum Beispiel mit dem Skype Videotelefonie und gleichzeitig noch etwas, das man Screensharing nennt und darüber möchte ich jetzt ein bisschen erzählen. Was wir hier auf dieser Zeichnung, die ich zusammen mit einem Kollegen vor 20 Jahren oder so gemacht habe, dafür sieht es eigentlich noch ganz gut aus und die Farben haben wir damals auch schon reingebastelt. Wollten ja Multimedia machen, da braucht man schon Farbe, mit dem Michael Weber zusammen gezeichnet habe. Da haben wir also hier jemanden, der sitzt vor dem Computer und arbeitet an was. Ja, zum Beispiel an diesem Dokument hier hinten, da schreibt er was und da sind ein paar Zeichnungen drin. Hier, da macht er einen Layout oder so, vielleicht ist auch ein bisschen Musik drin. Sagen wir, er macht eine Multimedia-Präsentation und hier oben, da wird telefoniert mit dieser Frau da, mit dem Videotelefon und mit dem Mann da und der Mann, der entpuppt sich als Scotty. Wenn man genauer hinguckt, ja, da müssen alle die Augen zusammenkneifen. Scotty ist das. Der da. Naja, Sie sehen hier, jeder hat seine Videokamera, der hier auch, und ein Mikrofon und auch irgendwelche Lautsprecher, die habe ich jetzt hier nicht gezeichnet, oder irgend so ein Headset. Die wollen aber
gemeinsam an was arbeiten. Das Audio und das Video, das ist nur Deko. Nein, nicht Deko, aber das ist so zur persönlichen Kommunikation. Der Kern dieser Arbeit soll eigentlich dieser Konferenztisch sein. Das hier sei also ein virtueller Konferenztisch im Internet, heutzutage würde man sagen in der Cloud. Ne? Und auf diesem Konferenztisch, da sollen jetzt diese beiden Dokumente liegen, diese Multimedia-Präsentation und Text- und Grafikdokument, an dem wir jetzt hier arbeiten. Und Sie sehen dieses Händchen, das soll jetzt symbolisieren, dass einer von denen da hier unten am Tippen ist. Das soll hier unser virtueller Konferenztisch sein und jeder sieht diese Dokumente hier. Der hat die sich übrigens, die liegen hier auf dem Tisch und jeder kann die sich, zumindest so wie wenn der Dienst richtig schön ist, diese Dokumente so zurechtrücken, wie er will, das Video so zurechtrücken, wie es ihm Spaß macht. Und da, der hat also das Dokument hier über das da drüber gelegt. Und die wollen da gemeinsam dran arbeiten. Und jetzt müssen wir sprechen über die technische Infrastruktur dafür. Es gibt zwei Unterscheidungsfälle. Das eine ist nur ein einziger Teilnehmer. Das nennt man auch gerne Telearbeit. Ich möchte von zu Hause aus an meinem Arbeitsplatz arbeiten. Natürlich könnte ich das an meinem lokalen PC machen, aber da habe ich vielleicht nicht Dokumente, da habe ich vielleicht auch nicht die Programme installiert, die ich dazu brauche. Und man will sich zum Beispiel vielleicht nicht zwei Lizenzen von dem teuren Textprogramm für 800 Euro leisten, das da in der Firma verwendet wird, oder von dem Videoschnittprogramm oder sowas. Also Telearbeit, Arbeit von zu Hause, man benutzt einfach seinen Computer, hat man die beiden hier oben nicht, man benutzt seinen Computer von Ferne, um an diesen Dokumenten zu arbeiten. Ein Fall dafür ist zum Beispiel Fernwartung auch, dass jemand von der Ferne aus ihren Computer repariert. Bei uns ist es vielleicht nicht so relevant, also zumindest die Software repariert, bei uns ist es vielleicht nicht so relevant, aber es gibt natürlich Milliarden Menschen, für die das schon relevant ist, dass ein Fachmann von Ferne aus was in Ordnung bringt, ohne dass er zu denen hinfahren muss. Den Fall kennen Sie vielleicht auch schon, wenn man für den Opa oder auch für die Eltern was reparieren möchte und hat keine Lust, da jetzt hinzufahren. Ich meine, das Primitivste davon, das man schon lange hat, dass es eigentlich so lange gibt wie das Internet, das ist das Telnet. Ne? Das Weitere ist auch die Dokumentenübertragung, dass man sich was holt und wieder zurückschickt, damit man sowas machen kann. Fernbedienung eines Arbeitsplatzrechners wäre auch schön, eben gerade in diesem Falle, dass wir von ferne aus ein teures Programm benutzen wollen, was da eben nur auf dem Arbeitsplatzrechner installiert ist in der Firma. Klassisches Screensharing, da gab es schon seit, ich glaube, 1985 oder 86, vielleicht auch 88, weiß nicht genau, ein Stück Software, das hieß Timbuktu. Das hat diese Firma vertrieben, bei der ich auch eine Zeit lang in Amerika gearbeitet habe. Ich habe aber nicht an dem Timbuktu gearbeitet. Ich habe aber auch die Leute kennengelernt, die daran gearbeitet haben, insbesondere den Mark Appelt, der das sich damals ausgedacht hat, das erste Screensharing. Danach gab es viele weitere und heutzutage das Screensharing, das viele von Ihnen kennen, das ist der TeamViewer. Ne? Da kann man jemand anders sein. Den Bildschirm von jemand anders benutzen. Zum Beispiel für Fernwartung. Das Telefon, das Videotelefonie, na, das möchte man eben noch zusätzlich haben. Im klassischen Telefonsystem gibt es keine Videoübertragung. Dafür ist das Internet natürlich schon gut geeignet, aber es bedeutet natürlich auch eine gewisse Qualitätseinbuße beim Telefonieren, denn das Video hat meist eine ordentliche Verzögerung
Und damit das Audio zu den Lippenbewegungen halbwegs passt, muss man eben auch das Audio verzögern. Und das Zweite ist, mit Endteilnehmern etwas, was man Telekonferenz nennt. Meine Theorie zum Thema Telekonferenzen ist, wenn die Sitzungszeit deutlich kleiner ist als die Reisezeit, dann lohnt sich so eine Videokonferenz. Wenn man 2 Tage zusammenarbeiten möchte und 3 Stunden hinfahren muss und 3 Stunden zurückfahren muss, dann ist es wahrscheinlich besser, man fährt und arbeitet wirklich die 2 Tage zusammen und fährt dann wieder zurück am Abend. Etwas, ja, und da geht eigentlich das Screensharing nicht mehr so richtig, weil bei dem Screensharing übernimmt man ja die Kontrolle über den anderen Bildschirm. Da braucht man eher so spezielle Sharing-Tools, zum Beispiel ein Shared Whiteboard. Oder eine richtige gemeinsame Dokumentenbearbeitung. Zu einer gemeinsamen Dokumentenbearbeitung gehört noch eine ganze Menge mehr als sowas wie ein Teamviewer. Denn, ja, überlegen Sie sich mal ein Textprogramm auf, benutzen den Teamviewer. Ich wurstle lokal, oder den Timbuktu, ich wurstle lokal an meinem Dokument, editiere und jemand anders editiert auch in dem Dokument, dann entsteht natürlich gleich Chaos. Ich selektiere zum Beispiel einen ganzen Paragraphen und der andere, nachdem ich das gemacht habe, ich will da irgendeinen anderen Stil für den Paragraphen auswählen, der andere drückt auf Backspace, ne, da ist der Paragraph weg. Also bei so einer gemeinsamen Dokumentenbearbeitung, da braucht man ein bisschen mehr, damit das vernünftig funktioniert. Und das bisschen stellt sich als ein bisschen viel raus. Das bisschen ist dann so ein Fall von, ach, eigentlich kann man das doch mal in ein paar Monaten aufprogrammieren und die paar Monate, die ziehen sich dann in die Jahre. Eigentlich möchte man irgendwas Automatisches haben dafür. So eine Rederechtsvergabefunktion und so weiter und so weiter. Aber diese Rederechtsvergabefunktion, die muss eher so CSMA-CD-artig funktionieren. Und nicht mit einem expliziten Rederechtsvergabe, jetzt du und jetzt will ich und so zurück. Aber da sprechen wir gleich noch ein bisschen drüber. Schauen wir uns erstmal das ein bisschen systematischer an, was wir brauchen. Auf unseren Rechnern, auf unseren Computern, da laufen Applikationen, Programme jetzt. Nicht Apps, sondern Programme. Ne? Und diese Programme, ja, hier, damit kann man zum Beispiel einen Bericht editieren oder einen Artikel oder vielleicht sogar ein ganzes Buch. Hier kann man eine Grafik mitmachen, hier kann man einen Film schneiden. Und ne, die drei, die laufen jetzt hier, können verschiedene Dokumente bearbeiten. Im Einzelarbeitsplatzfall braucht man die nicht zu managen, die werden vom Betriebssystem ein bisschen gemanagt und gut. Im Fall von so einem Telepräsenzdienst brauchen wir auch noch ein Sitzungsmanagement, in dem so eine Rederechtssteuerung läuft, das also dafür sorgt, dass, wenn ich hier dann editiere, dass immer nur einer kann und der andere dann erstmal nicht kann. Und wenn ich nichts tue, dann, wenn ich aufhöre, hier was dran zu machen, dann wird dieses Verarbeitungsrecht der Stift sozusagen wieder freigegeben und kann von jemand anders gegriffen werden. Wir müssen Teilnehmer einladen können und wieder rauswerfen können oder ja, nicht rauswerfen, aber entfernen können. Es gibt diese Bildtelefoniefunktion, die muss man einfach entwickeln. Das ist auch ungefähr so schwierig, wie man sich es vorstellt, so ein Bildtelefon. Bis es fertig ist. Der Telezeiger ist auch so ein Fall von, müsste man doch eigentlich in 2 Wochen programmiert haben und nachdem man 2 Mannjahre reingesteckt hat, freut man sich, dass es endlich läuft. Vielleicht geht es auch ein bisschen schneller, aber es ist ein Problem, was gerne mal unterschätzt wird. Also wenn Sie irgendwann mal so einen Telezeiger machen wollen, dann, da hat man nämlich auch wieder so ein Rederechtsproblem. Ne? Stellen Sie sich vor, wir hätten jetzt, jeder hätte so einen Laser und würde hier rumfummeln, meinetwegen auch in unterschiedlichen Farben, da würde keiner was sehen. Wir müssten also irgendwie dieses Recht, hier herumzuzeigen, dahin, dorthin,
irgendwie systematisch vergeben. Und wir wollen natürlich auch erreichen, dass wenn Sie sich das greifen, diesen Telezeiger, ist eigentlich so eine Art Rederecht für diesen Zeiger, dass der nicht zu wild hopst, sondern dass es auch sich ein bisschen bewegt. Wenn der stehen bleibt, dass er irgendwann wieder ausgeht, dass jemand anders ihn dann wieder haben kann und so weiter und so weiter. Also da ist eine gute Analyse schon mal sinnvoll. Und wenn man sowas hat mit dem Telezeiger, dann kommen die Leute auch, ja, aber da gibt es ja auch Rollen, der Chef darf immer greifen und die anderen nur wenn sie die Erlaubnis kriegen und. Also nicht so einfach, wie man sich's vorstellt. Diese Programme hier unten, die da. Am besten ist es natürlich, wenn die passend sind zum Konferenzsystem. Und solche Spezialsysteme für Konferenzsysteme, solche verteilten Editoren, die gibt es auch. Die gehen übrigens zurück auf den Douglas Engelbart. Wer hat schon mal den Namen gehört? Der Doug Engelbart, dem schreibt man auch die Erfindung der Maus zu, was ihn aber zeitlebens, glaube ich, geärgert hat. Der ist vor einem halben Jahr oder so gestorben, der Doug Engelbart, weil er nämlich fand, dass er viel wichtigere Sachen erfunden hat, um die Menschheit voranzubringen, dass bloß die Menschheit das nicht so richtig aufgenommen hat. Der hat 1967 ein Online-System, NLS, präsentiert in einer Demonstration, die wird auch The Mother of All Demos genannt. Das lief zwischen einem Büro am Stanford Research Institute und einem Tagungsraum in einem Hotel in San Francisco, also über so 50 Kilometer oder 40 Kilometer oder so ähnlich Distanz. Und da hat er mit jemandem zusammengearbeitet, er in dieser Präsentation in dem Konferenzzentrum und der andere am SRI da in Palo Alto irgendwo. Und die haben da zusammengearbeitet, gemeinsam Dokumente editiert, gemeinsam an solchen Dokumenten gearbeitet und schon ein Videokonferenzsystem gehabt, 1967. Das ist schon eine ziemliche Leistung gewesen. Die hatten allerdings homogene Hardware natürlich, ein homogenes Betriebssystem und das Programm, das waren ja selbstgemachte Groupware, also ein Stück Software, was eben für verteiltes Editieren gebaut ist. Bei dem sogar Leute in unterschiedlichen Teilen des Dokumentes, auch wenn sie auf einer Seite sind, unabhängig editieren können. Da kann eben der eine hier oben rumtippen und der andere hier unten. Und die Software passt auf, dass dann das richtige Versioning gemacht wird und so weiter. Und dass man sich nicht, also es wird eigentlich werden, das kann man verschieden implementieren. Man kann zum Beispiel zwei Kopien erzeugen, die hinterher gemerged werden, wieder zusammengesteckt werden oder permanent gemerged werden. Oder man kann auf einem Dokument arbeiten und so geschützte Bereiche bilden, in denen mal der eine in denen eben ja gerade nur mal einer was macht und nicht alle beide gleichzeitig. Das Dumme an dieser Groupware ist, dass das richtige Leben bedeutet, dass die Hardware immer heterogen ist. In einem Konferenzszenario, dass das Betriebssystem gerne heterogen ist, aber nicht unbedingt. Der eine wurstelt mit Linux herum. Da gibt es ja auch unterschiedliche Sorten natürlich noch. Der andere mit Windows, auch da gibt es verschiedene Versionen. Und der dritte, der hat einen Mac. Auch da gibt es natürlich Versionen, ne? Vom Betriebssystem. Und auf jeden Fall benutzen die Leute ihre liebgewordenen Einzelplatz-Softwarepakete. Das Word, das PowerPoint, das Excel, die Äquivalente von OpenOffice. Und jeder ist glücklich, dass er mit dem Textprogramm, das er da benutzt, halbwegs gut umgehen kann. Oder mit dem Zeichenprogramm halbwegs gut umgehen kann. Und wenn man denen jetzt irgendwas anderes gibt, dann geht das Gejammer los.
oh, da habe ich ja die Funktion nicht, und bei meinem, da kann ich auf Klammer A für B drücken oder Ctrl B drücken, dann sollen wir Ctrl B drücken oder auf F12 und dann ist der Text fett. Und hier geht das nicht, die Software muss, die taugt nichts, weil F12 nicht funktioniert. Das ist das, was die Leute benutzen wollen, hier kriegt man sie nur schwer hin. Und jetzt ist die Idee, wie kriegt man denn dieses Problem hier, solche Cooperation-Unaware-Programme zum Kooperieren. Und da muss man schon dran arbeiten. Das ist ein Standardprogramm, ich habe hier einfach mal ein paar hingeschrieben, die heißen heutzutage auch teilweise anders. Aber was sie kennzeichnet, ist die Applikation, das Programm, das glaubt, das Terminal für sich alleine zu haben. Für sich alleine, also ich habe ein Fenster, das schreibe ich rein, zeichne ich rein, die Applikation zeichnet da rein, die Buchstaben, die angezeigt werden sollen, werden da reingezeichnet, die Rechtecke, das Video wird da in diesem Kästchen angezeigt und so weiter. Und außerdem, hier ist eine Tastatur dran und alles, was von der Tastatur kommt, geht eben zu mir hin, zu der Applikation, die hinter dem aktiven Fenster steckt. Und so wie es eben am Arbeitsplatz ist. Wir haben nicht mehrere Tastaturen, die hier Ihnen Input liefern. Und wir haben nicht mehrere Fenster, in denen dasselbe angezeigt wird. So ein Programm, das zeichnet genau in ein Fenster. Und das kann man auch nicht irgendwie dazu kriegen, dass es dasselbe in mehrere Fenster zeichnet. Außer man macht das Dokument dreimal auf, aber dann liegt es natürlich auch dreimal auf diesem Terminal hier rum. Und nicht einmal woanders. Übrigens, wenn man Dokumente zweimal aufmachen will, in Word oder sonst was, wird das zweite nur als Read-Only-Kopie aufgemacht. Das ist Ihnen vielleicht auch schon aufgefallen. Also editieren geht sowieso nicht. Die Kommunikation zwischen der Anwendung und dem Terminal, also bei der Ausgabe, da müssen wir die Grafik auf jeden Fall irgendwie richtig ausgeben. Rechtecke zeichnen, Buchstaben anzeigen, im richtigen Zeichensatz und so weiter. Und dahinter steckt 2D-Grafik und 3D-Grafiksysteme. Beim 3D-Grafiksystem, da gibt es im Wesentlichen 2, DirectX und oder 3, DirectX, OpenGL und so Quartz 3D oder sowas. Ich weiß nicht, wie es gerade in macOS heißt. 2D gibt es natürlich auch, was das X-Window beziehungsweise, was jetzt nicht, wie es bei Windows heißt, und Quartz 2D gibt da noch PDF oder so ein Postscript, Display Postscript heißt es, glaube ich, mit dem man 2D-Ausgaben machen kann im Fenster hinein. Aber es gibt nicht nur diese Ausgaben, es gibt auch zum Beispiel diese ganze Tastaturlampengeschichte für die Shift-Taste und für Einfügen, Bearbeiten und was es sonst noch so auf der Tastatur an Zeug gibt. Wir müssen das Video ausgeben, das Audio muss ausgegeben werden, aber nicht nur normal, sondern da gibt es eben auch mehrere, die darauf zugreifen, System Beep, Fehler und all sowas. Und für die Eingabe gibt es die Maus, und wenn Sie sich mal Kurzweil genehmigen wollen, dann schließen Sie an den Arbeitsplatzrechner von jemandem, den Sie kennen, noch eine zweite Maus und vielleicht mit einem langen Kabel auf einen anderen Schreibtisch. Und wenn denn der anfängt zu arbeiten an seiner Tastatur mit der Maus, dann nehmen Sie die Maus, die Sie remote von hinten angeschlossen haben, und fummeln mal ein bisschen. Das gibt beliebig viel Spaß, vorausgesetzt der andere versteht Spaß. Die Tastatur, na, kann man natürlich auch dasselbe machen, ne? Mal eine Tastatur anschließen und zwischendurch immer wieder ein bisschen Backspace drücken. Also im Prinzip kann man an unsere Computer schon mehrere Mäuse und mehrere Tastaturen anschließen, aber das Durcheinander, das dadurch entsteht, dass die Applikation glaubt, es gibt nur eine Maus, es gibt nur eine Tastatur, das ist beträchtlich. Übrigens, man muss auch diese Modifier-Tasten verarzten, ne? Wenn der eine auf Shift drückt und so weiter. Es gibt Mikrofon, 1, 2, 3 Kameras und so weiter. Und was es auch noch gibt, sind, das ist auch zunächst mal nicht so klar, sind diese Meta-Eingaben. Die kommen vom Betriebssystem. Das ist zum Beispiel die
Applikation wird jetzt in den Hintergrund geschoben, soll jetzt nichts mehr machen, beziehungsweise kriegt keine Eingaben mehr, oder die Applikation wird nach vorne geholt, wieder aktiviert, kriegt jetzt auch wieder Eingaben. Ne? So managen wir ja, dass unsere Tastatureingabe mal zu diesem Programm geht und mal zu diesem Programm geht. Und dann gibt es noch, und das ist ganz wichtig und interessant wichtig, etwas, das hat mit dem Inhalt des Fensters zu tun. Wenn ich, na, nehmen wir mal das hier, es geht eben nicht, ich muss zeichnen. Wenn wir hier so ein Fenster haben, was weiß ich, Punkt Doc, und dann habe ich hier ein Fenster, jetzt muss ich das hier natürlich hier ausradieren, das soll drüber liegen, Punkt, na was kann es denn sein, Draw, dann zeichne ich hier irgendwelche Dinge auf und hier hinten mein Textprogramm, da muss natürlich dafür gesorgt werden, dass wenn das Textprogramm zeichnet, hier was schreibt, damit es hier aufhört, denn wenn es hier weiterschreiben würde, die Zeile, die geht eigentlich hier weiter, bis hier hin ungefähr, dann wird sie ja in das Fenster reinzeichnen. Also das Zeichenoperationen hier, die werden unterdrückt. Und jetzt kommt der interessante Moment. Sie wollen jetzt hier an Ihrem Textdokument weiterarbeiten, klicken hier oben in das Fenster rein, das Fenster wird nach vorne geholt und das hier muss passiert. Das macht übrigens das Betriebssystem. Aber das Betriebssystem weiß nicht, was hier steht. Wer weiß, was gemacht wird, damit dieser Krempel hier richtig geschrieben wird? Vorschläge? Ideen? Ihr Programm kriegt für dieses Rechteck ein Redraw-Event. Und dann kann es entweder das ganze Fenster frisch zeichnen oder nur die Teile hier frisch zeichnen, je nachdem, wie schlau das programmiert ist. Und dieser Redraw-Event, der wird von Programmen so in Empfang genommen wie ja, Mauseingaben, Tastatureingaben und so weiter. Das kriegen Sie in der Event-Loop oder als Message, wenn Sie objektorientiert programmieren, mit. So ein Redraw-Event. Jetzt zeichne bitte dein Fenster frisch. Eventuell eingeschränkt auf zeichne das Fenster frisch in diesem Bereich und dann werden Ihnen die Pixel in die Hand gedrückt. Das kann man auch noch raffinierter machen, dass ein Redraw-Event fürs ganze Fenster kommt, dass der Teil hier links, und das ist auch das ganze Fenster zeichnet, und dass der Teil hier links nur unterdrückt wird, aber das müssen wir jetzt nicht diskutieren. Und dieses Fensterinhalt wird sichtbar, wird unsichtbar, da kriegen wir Messages. Und die müssen auch vernünftig in so einer Sharing-Situation bearbeitet werden, insbesondere, weil wir ja bei der Sharing-Situation diese beiden Fenster hier, das ist das Doc, und das Draw, das könnte man vielleicht auch anders ziehen. Der andere hier, der zieht das Draw so, dass das hier so mehr im im Landscape-Modus ist und nicht im Portrait-Mode. Und der legt es vielleicht so hin. Und jetzt muss die Applikation kriegt die ganz andere Redraw-Events. Das hier wird hier gar nicht mehr angezeigt. Jetzt kriegt die
unter Umständen ganz andere Redirect-Welt. Scrollen, hier kann er gar nicht scrollen, weil alles sichtbar ist und so weiter und so weiter. Scrollen gehört übrigens auch zu den Eingaben, die man da so kriegt. Und da muss man sich auch überlegen, welcher Teil wird jetzt angezeichnet, wird jetzt gezeichnet, wird das Scrollen, das der hier betreibt, auch hier betrieben oder nicht? Und wenn ja, wie viel? Wir hatten also die Situation, dass wir hier diese 1:1 Beziehung haben bei den nicht kooperationsfähigen und diese Kommunikationselemente da hin und her fließen. Und jetzt beim Sharing müssen wir uns überlegen, dass wir diese 1:1 Beziehung aufbrechen, dass wir hier eine Applikation haben, hier den Sharing-Dienst und hier mehrere Terminals, auf denen angezeigt wird. Das ist mein eigenes und das sind eben zwei im Netzwerk. Meines Wissens war der Mark Eppert der Erste, der sowas richtig vernünftig fenster- und applikationsbasiert gemacht hat. Er hat es auch ein bisschen leichter als andere zu diesem Zeitpunkt. Darauf komme ich dann noch. Ich habe dann auch mal mit jemand anders zusammen dazu ein allgemeines Paper geschrieben. Aus heutiger Sicht bräuchte das, ja, 92 zumindest ein bisschen Überarbeitung. Verallgemeinert auch insofern, als wir nicht nur Textdokumente bearbeiten wollten, sondern auch Multimedia-Präsentationen, Filmschnitt sharen wollten oder eine Bildbearbeitung. Damals das zweittollste Programm überhaupt, das es gab, der Photoshop. Und das hier, das ist eigentlich eine Vermittlung zwischen Programmen hier links und Geräten hier rechts. Und diese Ausgaben, die müssen hier an mehrere geschickt werden und die Eingaben müssen zurückgeschickt werden und hier richtig an die Programme weitergeleitet werden. Und auch koordiniert werden hier in diesem Sharing Service. Die Applikation hier, hier ein Terminal lokal, hier ein Terminal remote. Das, was der zeichnet, muss verteilt werden. Einmal lokal gezeichnet werden über den Grafiktreiber, Grafikkarte, die noch dazu gehört. Da schreibe ich mal hier Adapter hin. Und das sitzt natürlich auf diesem Service drauf. Zweitens, es muss remote gezeichnet werden und der Input hier, der kommt zurück, der muss hier mit dem anderen Input hier irgendwie gemischt werden in etwas, was ich filter genannt habe, hier mal in der Zeichnung. Und dann braucht man auch diese Archivfunktion. Wer weiß denn, wofür es die braucht? Wer kann es denken? Es ist nicht zum Aufzeichnen für die Menschheit in Zukunft, sondern es hat einen ganz pragmatischen Grund, warum es das Archiv braucht. Ja? Nein, es hat ein bisschen was damit zu tun, aber nein, eigentlich nicht. Als Ersatz für das lokale Steuerung Z vielleicht, um es so gemacht zu können? Nein, auch nicht. Das ist dasselbe. Warum? Naja, das haben wir noch nicht darüber gesprochen, warum es beim MPEG auch die iFrames gibt sozusagen. Es will sich jemand später einklinken. Hier will sich ein weiteres Terminal eine halbe Stunde später einklinken. Der braucht ein paar Informationen über Fenstertypen und Zeichensätze und all diese Dinge, die ihm am Anfang, wenn er sich hier einklinkt, abgespielt werden, damit hier überhaupt mal ein paar Fenster aufgehen, für die wir überhaupt Redraw-Events und sowas erzeugen können. Da werden ja auch Ressourcen abgelegt in so einem Zeichensystem. Ne? Wenn der hier was zeichnet, dann sagt er ja, hier soll ein Rechteck hin, das Rechteck soll schwarz gefüllt werden. Dafür gibt es Grafikkontexte und all solche Sachen. Und solche Sachen wie neues Fenster aufmachen, Grafikkontext kreieren und all diese Dinge, die stecken hier drin, in diesem Archiv. Und wenn jemand verspätet hier reinkommt,
dann wird das Archiv genommen und dem abgespielt, damit er auch diese Ressourcen hier oben generieren kann, die die beiden anderen schon haben. Also zum Beispiel das Fenster aufmachen und drei Grafikkontexte erzeugen. Der eine für Text rot zeichnen und der andere dafür, dass den Text oder dass das die Rechtecke mit der richtigen Textur zeichnen und so weiter. Das kommt daher, weil diese Grafiksysteme stateful sind. Also sich irgendwelche Dinge merken und nicht bei jeder Grafikoperation alle Parameter mitgeschickt werden. Man könnte vielleicht auch mal drüber nachdenken, so stateless Graphics zu machen, aber im Augenblick sind die eben stateful und das heißt, hier wird der aktuelle Zustand archiviert. Ja, wir müssen also Grafikinformationen verteilen. Da gibt es jetzt für diesen Application Sharing Dienst ein paar Arten, wie man das mehr platzfähig machen kann, wie man das implementieren kann. Eine Idee ist zum Beispiel, wir implementieren in dem Arbeitsplatzrechner, in dem die Applikation läuft, gleich auch noch das Sharing-System. Die Applikation glaubt, sie hat hier ein Terminal, einen Bildschirm mit einer Tastatur, einen einzigen. Aber in Wirklichkeit spiegelt das Sharing-System das dem nur vor und spielt all das, was wir hier zeichnen, hierhin ab. Und all das, was wir empfangen, nimmt es und bündelt es und schickt es hier rein. Dieses Einfügen zwischen dem und dem, das klappt beim X-Window ganz super. Das Sharing-System hier, das tut einfach so, als ob es das X-Terminal ist. Hört auf Port 6000 und schon ist es eigentlich gut. Nimmt die ganzen Grafikkommandos und verteilt die hier, zeichnet die auf und so weiter. Da gab es das XTV und das SharedX und hier gibt es noch mehr. Die beiden habe ich jetzt mal hier hingeschrieben, weil die relativ früh dran waren. Wobei man dieses XTV, ach, das ist schon nicht so doll, und auch das SharedX, das ist nur ein Proof of Concept, so Diplomarbeitsgrößenordnung. Es gibt dann danach auch noch weitere Arbeiten zu diesem Thema, aber es werden dann die Architekturen allgemeiner. Manche Leute nennen das auch eine X-Wedge. Ich glaube, dieser Ausdruck X-Wedge, der kommt von dem hier, von Herrn Altenhofen. Wenn man sich das X-Protokoll anschaut, schickt die Applikation zum Beispiel irgendwas wie Create von irgendwas, einen Grafikkontext, ein Fenster oder so. Das Create kommt hier bei der Wedge an. Und die Wedge, die muss es an den hier verteilen, an den hier verteilen und an den hier verteilen. Und das Interessante ist, dass die dann hier jede von diesen Terminals zurückschickt mit einer eigenen Resource-ID. Ich habe jetzt das mit der Resource sowieso noch gemacht. Und der hier sagt auch, ich habe das mit der Resource sowieso noch gemacht, schickt dann hier so IDs zurück. Und der sagt auch dem hier, der Applikation, ich habe es mit der Resource 17 gemacht. Und wenn ihr in Zukunft diesen Grafikkontext benutzen willst, dann sag doch bitte, dass du es für 17 meinst oder dieses Fenster benutzen willst. 17 ist das, was es tut. Und hier drin braucht man dann so eine Art Routing-Verzeichnis. Ne? Wenn man dem nochmal was schicken will, dann muss man eben, wenn es an 17 ist, muss man den 81er, den 123 und den 755 schicken. Also die Ressourcen, die müssen irgendwie gemanagt werden. Man kann das auch irgendwie machen mit so einem Pool-Konzept, ne? Dass man dem hier sofort was zurückgibt und dann die Abbildung später vornimmt und so weiter. Sie sehen übrigens, dass ich hier absichtlich die Fenster anders gelegt habe. Ne? Mal so rum und mal so rum und so weiter.
außerdem brauchen, ist ein einheitliches Imaging-Modell. Bezüglich Farbe, bezüglich Bittiefe zum Beispiel. Heutzutage ist es fast immer 24 Bit, aber es könnte natürlich jemanden geben, der auch mehr Bits haben möchte. Und das ist sogar noch schwieriger bezüglich der Fonts, bezüglich der Zeichensätze. Eigentlich brauchen wir hier aber auch mehr, so ein Color Space Modell, welches Farbmodell wird denn benutzt. Gerade wenn es darum geht, Bilder zu editieren, brauchen wir ja sRGB oder CMYK oder sonst was, mit dem wir da arbeiten. Auch Bit-Order und Byte-Order kann da Spaß machen. Und wir haben mal Screensharing betrieben mit, ich glaube, Silicon Graphics Maschinen zusammen, Macs, PCs und Silicon Graphics Maschinen. Und da haben wir zum Beispiel hier Bit-Order auch umdrehen müssen. Das war echt interessant. Ja, wenn Sie softwaremäßig die Bits da umdrehen müssen. Schreiben Sie sich mal ein kleines Programm, was 32 Bit nimmt, dann flippt. Fensterüberlappung und Redraw muss man konsolidieren und so weiter. Also hier gibt es eine ganze Menge Detail zu erledigen. Die Zeit ist für heute vorbei. Wir sehen uns am Mittwochnachmittag hier wieder um 14 Uhr. Auf Wiederschauen!